Hallo YouTubers und herzlich willkommen bei Let's Play Blackguards Folge 11. Wir sind von einem Kampf zum nächsten geraten und müssen uns jetzt überlegen, was wir machen. Und dazu kann es nicht schaden, uns mal das Feld anzuschauen. Aha. Der wird jetzt von den ganzen verfolgt, ne? Das geht ja gut los. Lauf vor und mach dich nützlich. Und ihr sorgt dafür, dass der hoffentlich nicht gleich stirbt, für erstmal. Super, der wird zwar nicht lange genug leben. Prima. Hau ja ab, ja. Ich will gar nicht erst wissen, was die mir damit anzeigen wollen. Und die Initiative gesenkt. So stellt man das vor. Du stellst dich mal schlau an und erhöhst jetzt deinen eigenen Rüstungswert. Weil die sind hinter dir her. Hey, vollkommen wurscht, die sind uns sowieso alle hausauf überlegen. Das wirkt auf mich nicht wie ein Kampf, den wir hier mal so nebenbei gewinnen werden. Ah, Quatsch. Da. Ah. Du wirst doch wohl in der Lage sein, einmal so einen verfluchten, dämlichen Feuerball hier irgendwo in die Massen reinzuhauen, oder? Nur schon spüren. Jetzt mach gefälligst, was ich dir sage. Also. Lasset meinen Gartenzwerg in Frieden. Hochschlag. Knapp, aber es hat gereicht. Und du gehst gleich hier drauf. Nix da. Das ist doch nicht zu fassen, ernsthaft. Ja, musst du wirklich nach jedem pardon, Kampf nachrüsten. Okay, aus nächster Nähe bringt das nicht sehr viel, also drauf an. Oh, im Himmel? Das gibt's doch gar nicht. So. Hau drauf. Und hau bitte erfolgreich drauf. Okay, ich möchte werden umdenken müssen, so wird das nichts.
Halt drauf. Mal kurz einen Schritt weg. Lass dich nicht von den Leuten ablenken und jetzt mach das gefälligst hier doch. Nimm noch Schatzbaum. Na, also. Drauf fahren. Ja, geht auch. Weniger. Gute alte Klobbe. Sollte am besten wirken. Also, der gute X-Sainster, Last Man Standing. Zauberer! Bellarita, sie ist eine Baroness. Ihr habt kein Recht dazu. Wer sich mit Mördern einlässt, ist ebenfalls ein Mörder. Ich werde ihr die Augen ausbrennen. Nur zu. Damit ihre Lüsternheit sie nicht mehr von Praios rechtem Pfad abbringen kann. Ah ja. Was ist passiert? Was macht der Rechtswahrer hier? Das ist eine lange Geschichte. Ja, dann rede. Eine gute Geschichte. Aber wir haben keine Zeit. Wir müssen Bellarita befreien. Ich hoffe, du hattest eine schöne Nacht. Oh, fast so gut wie die Nacht auf der schwarzen Orchidee. Links vor mir lag eine Minivatu-Sklavin. Rechts die Tochter des Kapitäns. Draußen kratzte die Donna Zombrecht eifersüchtig an der Tür. Ich würde euch mehr erzählen, aber nun ja. Den also muss ich loswerden. Wir befreien sie. Bist du sicher, Großling? Das riecht nach einer Falle. Seit wann hält uns das auf? Unseretwegen ist sie in Schwierigkeiten, also helfen wir ihr. Danke. Naja, das Baroness, also wird ja wohl hoffentlich dankbar sein. Und zwar in ganz, ganz vielen von denen hier. Ja, so, sonst kriege ich nämlich einen Anfall. Rasten. Ja, das will ich hoffen, dass die Gruppe ausgeruht ist. Aber voller Verwundungen. Super. Ja, super. Super ist das alles. Super. Zauberer Zauberstab. Meinetwegen. Kannst du mit sowas umgehen? Nee, kannst du nicht. Also hoffen wir mal, dass Fratzenstab war. Gab's 8 Diebschaden. Wo ist Zauberer? Charisma und astrale Regeneration. Der ja noch besser, würde ich sagen. Du bleibst hier. Oder kannst du? Nee. Ich glaube nämlich, dass das mehr bringt. Ach ja, wollte es noch. Dass ich aber auch Portuni lesen kann. So. Kannst du eh nicht, also was soll's. Interessiert mir alles nicht. Auch noch ein Wurfmesser zum Spaß an der Freude. Die will man noch nicht ausgetestet haben, stelle ich gerade fest. Tja, was machen wir denn nun? Wir müssen uns da was einfallen lassen. Was soll's? Auf in den Kampf. Warum auch nicht in eine Falle gehen? So, da sind wir wieder. Oder ihr schöner Nacken wird brechen. Knack, knack. Die stirbt doch sowieso. Wenn wir schnell genug sind, stoppen wir sie, bevor sie Bellarita töten. Das ist ein Witz sein. Und wenn nicht,
Dann töten wir sie erst recht. Versuche die Baroness zu retten, indem du innerhalb von 5 Runden die zweite Brücke überquerst. Um den Kampf nur zu gewinnen, reicht es aber auch, Laskas Scherben zu besiegen. Ja, sicher, innerhalb von 5 Runden die zweite Brücke. Mhm. Ja. Ja, natürlich. So wird es bestimmt ganz leicht. Erster Versuch, können wir die Kisten mit Magie wegschießen. Ich wage es, das zu bezweifeln. Wir machen es trotzdem. Es geht. Wollte ich gar nicht so blöd vor mir aufstellen, Freunde. Ja, ist mir schon klar. Noch 4 Runden. Schön. Ja, lauf noch ein paar Mal durchs Feuer, danke. Und jetzt macht... Oh, geht immer auf die Keks. Du sollst tot umfallen. Tot. Ah. Ja, nochmal. Auf hier, keine Zeit für weicher. Zu dumm. Ist natürlich schlägt das fehl. Natürlich! Ja, ja, das ist ja witzig. Dann schlägst du halt auf den hier ein. Nur wir uns richtig verstehen, den Kampf hier werden wir nie und nimmer schaffen, in 5 Runden bis dahinter zu kommen. Das ist doch ein besserer Witz. Noch 2 Runden, na klar. Oh, ernsthaft? Wessen Leiche steht mir jetzt im Weg? Ja, dann können wir Runde beenden, das hat sich schon erledigt. Ja, natürlich, Kampf erneut. Nee, das will ich schaffen. Und wenn, ist das jetzt 100 Jahre dauert. Ist mir völlig egal. Einfach nur, um zu wissen, wie es geht. Komm, lade ich ihn schon wieder tot. Jetzt krieg ich einen Anfall. Kommt hin. Ja, das hatten wir schon. Danke. Wir sehen. Komm zum Punkt. Wenn wir schnell genug sind. Ja. Und dann? Dann töten wir es direkt, genau. Warum das? 5 Runden, ja. Okay, wo ist der Trick bei der Sache? Kann ich ihn einfach selber umschießen? Wie weit kannst du zaubern? Einfach, ich mach die Brücke kaputt oder so. Also ehrlich. Oh, das hat sich damit automatisch erledigt.
Jetzt wüsste ich wirklich gerne, wie die sich das vorstellen, dass ich das mache. Ich habe nämlich keinen blassen Schimmer. Die Kiste irgendwelche Hitpoints. Hab's jetzt? Nein, okay, dann warte einfach noch. Auf den hier ein oder was auch immer. Naja, noch drei Runden. Schön zu wissen. Ihr versammelt euch alle auf der Brücke. Kann ich euch besser in den Tod stoßen. Kannst du das machen? Du kannst gar nichts machen. Super. Dann hau irgendjemand hier um. Dankeschön. Ja, zum Schluss auch nicht. Och, soll ich den ganzen Weg jetzt noch außenrum hier? Das ist doch nicht euer Ernst. Halt nochmal. So, noch ein 176.000. Mal, warum auch nicht? Okay. Okay, also. Ohne Hilfe wird das hier nichts. Danke. Sehr memesgewürzig. Ernsthaft? Das wird nicht. Das können wir 100.000 Jahre probieren. Das wird nie funktionieren. So viel zum Thema Parade. Hat sich schon erledigt. Automatisch hat sich das erledigt. Bleibt ja gar nichts anderes übrig. Nee, ist mir egal, dann kratzt die alte immer ab, ist mir wurscht. Ich mach das hier nicht nur 12.000 Jahre lang. Jetzt trefft zur Abwechslung mal. Oh, Junge, ernsthaft? Mach doch einfach tot, dann hätte wenigstens einer durchlaufen können. Aber nein. Ja, natürlich. Was auch sonst. Auch noch 10 Feuerschaden, jawohl. Und gleich ist er putt. Mit dir kann ich wahrscheinlich auch nicht durchs Feuer laufen, oder? Ist egal, am Ende muss ja nur einer überleben, so. Heilung. Mach gesund den Zwerg. So, ich muss nur darüber, dann ist die Alte erstmal gerettet. Danach werden wir den Kampf sowieso verlieren. Womit natürlich alles sinnlos ist und der kommt jetzt auch noch vor und wir kommen hier nicht mehr durch. Da brennt's, ja. Bin ich das richtig? Klar doch. Natürlich stellt er sich genau in die Flammen.
Und wieso? Was kriege ich immer den angezeigt, wenn der das gar nicht war? Ich könnte jetzt schon wieder kotzen. Und nochmal das Ganze zum 176.000. Ja, natürlich will ich das nochmal machen. Bis es klappt. Ist mir egal, wie viele Komplettlösungen ich hier durchlesen muss. Was stachelt mich jetzt an, so ein Quatsch? Soll ich hier mit Endgame-Charakteren auftauchen oder was? Boah. Los geht's. Komm, mach. Ja, ja. Kommt her oder bla bla. Kommt zum Punkt. Wenn wir dann töten wir sie erst recht, genau. Macht hin, ja. Weil die automatisch das zuerst machen dürfen, damit bin ich eh schon gefangen. Und wenn dieser Idiot von... Warten. Nee, warten. Ist mir völlig egal. Zuerst dieser Spinner hier seinen scheiß Feuerball erfolgreich reinhaut. Sonst hat sich das nämlich vollkommen automatisch erledigt. Ah, oh, Truf jetzt hier. Genau deswegen wollte ich sie nicht scharf einsetzen. Warten. Nein, warten. Ich will, dass der zuerst dran ist. Da hauen wir nämlich gleich den nächsten Feuerball raus. Ist mir egal, drauf. Alles, was sich hier bewegt. Naurim. Nein, was haben wir bessere Idee? So. Wie viel hast du? Das ist doch nicht die, die mir anzeigen. Was soll der Quatsch? Ist egal. Ja, sicher. Ganz bestimmt nicht. So, drauf da. Kaputt machen. Natürlich nicht. Warum auch? No! Das ist doch... Du musst das eine Kalte kaputt machen, dann kannst du dann den Ende, die ist mir scheißegal, was ich kann. Ich hau die jetzt kaputt. Manuel. Dann stirbt die Alte, ihm ist mir auch egal. Boah, hab ich eine Laune, wenn ich nur an sowas denke hier. Du sollst. Ach, wisst was eigentlich. Nochmal. Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag ist mir scheißegal. Drauf. Oh, nee. Kommt am Ende des Spiels wieder. Ich muss mal eine Komplettlesung durchlesen für sowas. Und nochmal das Ganze. Okay. Eins. Hast du eh nicht in dem Maß. Also, die Kiste hier. Lass ruhig kommen. Machen wir es eben so rum. Das hat schon mal viel gebracht, wie ich feststelle. Nämlich gar nichts. Die Anzeigen hier unten, denen vertraue ich auch nicht mehr, weil es bringt nichts. Zeigen wir hier irgendwas an. Ja? Ist das der? Ist das nicht? Ich weiß es nicht. So. Ernsthaft, Leute? Geht mir jetzt... Nein. Dahin. Und auf den zaubern. Und wenn es das Letzte ist, was du tust. Dankeschön. Ja, ja. Ist mir egal. Boah, wie mich sowas nervt, ehrlich. Rette die Pünktchen, ja, würde ich gerne machen. Nein! Och, tot. Garantiert.
Oh, ernsthaft? Ist mir egal, wohin du jetzt reinrennst. Der ist gleich tot hier. Dann wird er dort geschlagen. Weil die 5 Lebenspunkte bringen nichts. Von daher. Völlig wurscht. Ich kann nur Naurin vorschicken und das hilft mir auch nicht sehr viel. Die ist jetzt schon tot. Schön. Ich kann gleich wieder. Ja, du kommst jetzt hier hin. Ich bin mal ein Gott. So, jetzt pass auf. Jetzt machen wir das so. Bringt dir das was? Wisst ihr, Freunde, macht doch irgendwas anderes. Kommt mir einfach hinterher die ganze Zeit. Genau. Och nee, jetzt sag nicht, dass da irgendein... Ach, der Körper liegt im... Und deswegen kann ich da nicht durch... Ich kann so kurz. Geh doch einfach oben... Wo ist das? Da ist ein Körper. Da springt man oben drüber. Einfach drüber springen. Dankeschön. Einmal, dass der Zwerg mal was Nützliches macht. Nein, das kriegt er nicht hin. Naja, irgendwas. Ach, lass mich gehen. Irgendwo hin. Einfach irgendwo hingehen. Vielleicht greifen dich dann die anderen an. Was nicht springt, weil ich danach den Kampf ja trotzdem gewinnen muss, ne? Nur mal so am... Und das zählt jetzt nicht, nehme ich an. Oh. Das wird die längste Aufnahme ever. Ich bin jetzt schon bei einer halben, dreiviertel Stunde oder so. Wieso wollte ich die Kleine mal retten? Das ist mir zu blöd. Los, lade jetzt hier. Also... Jetzt lassen wir die Alte abkratzen, ist mir völlig wurscht. Kommt her! Ja, der Nacken kann brechen. Ich helfe sogar persönlich, pass auf. Was Lust an der Freude, werde ich die jetzt gleich selber umlegen. Wenn wir schnell. Kann quatsch nicht, dann töten wir sie erst recht, genau. Die Baroness werden wir jetzt als allererstes töten, habt ihr richtig erkannt. Brücke stehen immer Kisten rum, die fallen auch immer genauso. Zielgerichtet. Lauf hier rein. Tot. Und das misslingt. Da, alles, was misslingt, ist automatisch Ende des Kampfes. Sei es gibt hier irgendwas, das ich noch nicht beachtet habe. Gibt es irgendwas, was ich wissen muss? Ich würde ja gerne persönlich umschießen. Was denn? Wo? Was soll uns hier helfen? Kaputte Kisten? Fallen? Ein blöder Hund. Mach kaputt jetzt hier. Kaputt. Nee, 16 will ich sehen. Mindestens. Ja, nochmal. Drauf. So, einen Körper werden wir jetzt natürlich auch nie los, ne? Klar. Wieso habe ich denn überhaupt den erst angegriffen? Ich weiß es nicht. Ernsthaft? Das ist schon wieder zum Kotzen. Ja, ja. Hat sich erledigt. Oh, und ich muss den Mist jetzt machen, weil es direkt davor zwischen gespeichert hat. Ich tu mir Gefallen, lauf jetzt nicht in irgendwelche blöden Fallen rein. Dankeschön. Nein! Was haben wir? Dankeschön.
Macht echt Spaß, muss ich sagen. Okay, nochmal ein Kampf und dann hier oben positionieren den Spinner. Du sollst... Oh, du kriegst auch wirklich gar nichts auf die Reihe, oder? Okay, pass auf, dann... Irgendwas. Mach einfach irgend... Der ist gleich tot, ne? So eine... Parade, blocken, irgendwas in der Art? Nein? Naja, hau ab. Danke. So. Sehr schön. So, jetzt soll ich den Kampf bestehen, ja? Okay. Verratet ihr mir auch noch schnell wie, oder? Den Stab vielleicht totprügeln. Wow, muss ich ja bloß 4 Runden angreifen. Hat sich schnell erledigt. Hey, er hat pariert. Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Der hat pariert. Los. Diesen Weg, die sollen alle in den Flammen... Ja, natürlich. Natürlich. Kein Thema. Alle in den Flammen ums Leben kommen. Alle in den Flammen ums Leben kommen. Mein Freund, du hast noch Lebensenergie. Kenntest du mal? Ne, den kannst du natürlich auch nicht heilen. Warum auch? Leck mich doch. Okay, pass auf, du machst das so gut. Dann wirst du dich selbst jetzt mit Rüstung versehen. Danke. Einer muss ja den Kampf überleben, wenigstens ein paar Sekunden. Es sind zu viele. Na, ist dir das auch schon aufgefallen? Okay. Na ja, dann war nett, euch gekannt zu haben und so. Gibt's keinen Explosionsmodus oder so? So muss es sein. Sagte der arme Boden liegen nichts sein? Genau, am besten alle auf einen Haufen. Jawohl! Kann ich den Feuerball auch gleich in auf mich stellen, oder? Unmittelbarer Nähe. Der kann 10 Meter entfernt sein und ist noch in unmittelbarer Nähe. Ihr selten blöden. So. Kommt her, oder ihr schöner Nacken wird brechen. Knack, knack. Das ist mir scheißegal. Nee, ist mir egal. Die lege ich. Ich bringe sie sogar persönlich an den Galgen. Wirklich, das ist mir jetzt egal. Kein Bock mehr. Irgendwann reicht's dann nochmal mit dem Frust. LMAA. So. Zack.
Oh, selbst das braucht Punkte. Ist mir egal. Ich rette die nie. Die ist mir völlig am Arsch vorbei. Weißt du was, wir machen so. Nee, das bringt ja nichts. Du kannst hier stehen bleiben. Ja, den Bogen ist mir am Arsch. Na, ihr wisst schon. Nee. Ich ziele auf den da. Tschüss. Boah, ernsthaft, Leute. Baroness ist tot, lang lebe die Baroness. Kinder, die auch noch hier? Ja. Wollen wir jetzt verscheißern? Ach, der hat ja da eben. Dings da. Kannst noch irgendwas anderes machen? Wie erst mit der Deckung gehen oder so? Ist nicht sowas für dich, wa? Also. Warum hebt ihr den vor? Das ist der doch nie im Leben, oder? Ist mir egal. Ist mir egal. Die kann sterben. Das lässt mich völlig kalt. Haben wir nicht noch ein paar mehr Leute, auf die wir... Jawoll! Ich hätte so mir gewünscht, dass ich das selber machen darf, ehrlich. Ist die Alte abkratzt, mir egal. Hast du flach geregt und jetzt ist gut. Wiedersehen. Hör auf zu heulen. Sieh erstmal zu, es überleben. Ist alles deine Schuld. Du hast aus der Gruppe rausgeschmissen. Selten blödes. Drecksvieh. So. Den Bogenschützen gefälligst alle hier. Schön, dass die Kampfmusik aufhört. Gefällt mir. Hat echt was. Warten. Bis der sich wieder in Position stellt. Ja, das habe ich gesagt. Dann können wir am Ende der Runde nochmal angreifen. In der Zwischenzeit kratzen meine Leute trotzdem ab. Das spielt gar keine Rolle. Boah. Das wird so nie was. Komm, nimm Heiltrank. Dankeschön. So, und von dir habe ich jetzt auch mal die Schnauze voll. Wiedersehen. Irgendwann muss ja mal gut sein. Treffen. Nächstes Mal. Okay. Okay. Macht ja alles nix. Was bringt mir eigentlich diese Sinnesschärfe? Ich laufe doch sowieso jetzt gleich in die Falle rein. Die hier und umsonst ist. Sinnesschärfe, ganz lauer Fall. Wie von Sinnen vor Schärfe. Lauft rein. Dankeschön.
Oh, jetzt kann ich mal Waffen wechseln hier mit dem... Oh, das ist zu kotzen. Nee, ich gehe nie in die Falle. Ist mir egal. Ich weiß, dass deine ist. 100%. Ach, auf jeden Fall ist da... Nee, ist mir völlig... Vollkommen... Ich will es gar nicht wissen, wieso. Tatsächlich ist mir eigentlich auch gerade ziemlich wurscht. Waffen wechseln. Nein, Waffen wechseln nicht. Wo soll ich überhaupt den Kampf hier bestehe? Sieht nämlich nicht so aus. Heile. Die wäre jetzt schon wieder tot. Oh. Also, der soll 12 haben, der einen. Ich glaube euch nur nicht. Nein! Mich hat zwei. Hat ihn da. Und natürlich trifft der Bogenschütze mich aus jeder Entfernung immer. Halt drauf auf das Vieh. Machen kaputt. Tot soll er sein. Tot. Tot. Sie noch schief gegangen ist jetzt. Boah, hab ich einen Hals jetzt. Noch eine Blackguards aufnehmen. Diese Blackguards-Folgen, das sind die Dinge, die mich an so einem Spiel dann immer nerven. Genau einen Weg gibt es und selbst wenn du den machst, hast du am Ende immer noch keine Chance. Das sind so Dinge, die mich leicht aufregen. Also wirklich. Ganz dezent. Was? Ja, natürlich, bei 92% Chance geht er daneben. Da ist überhaupt kein... Nee. Warum sollte uns das hier jetzt überraschen an der Stelle? Oh, Kampfmusik. Ist das nicht schön? Das ist doch nur noch lächerlich hier, das Ganze. Warten. Hier hingehen. Da dran schlürfen. Mich die Scheiße hinter mir ab. Umzingelt dich sehen! Und genau das machen die auch. Ist doch schon zu wissen. Oh, jetzt noch. Ja, komm. Dahin und dahin. Okay. Dann dahin. Ja. Die Runde beenden. Wir sehen ist sowieso tot. Da weiß ich, was gefahren hat. Ich krieg den Kampf nicht mehr so gebacken. Ich weiß es nicht. Schön, dass da bis dann mal was trifft. Prozent. Geht bestimmt daneben. Wieso ist dich jetzt eigentlich... Ah, ist mir egal. Hast du einen? Schön, dass ich wenigstens mich selbst heilen kann. Hört man mir das in meiner Stimme an, dass ich gereizt bin? Wie sonst was? Nee. Stimmt nicht. Verfahren. Stehst direkt neben dir.
weitergehen. Draufkloppen. Neun. Ist egal, was ich mit. Das ist immer 9. Das ist auch so eine Form von zuverlässig, würde ich sagen. Klar doch. Oh, Schnauze. Vielleicht in einer anderen Folge. Bis dahin. Ich beiß jetzt in den Glastisch. Xenhaut.